Und da wären wir wieder zurück. Eine epische Schlacht haben wir geschlagen, jawohl. Haben's krachen lassen. Aber mal sehen, was die sonst noch zu bieten haben. Hey, sind wir jetzt nicht hier der richtige Held, hä? Überlass das nur Saphira. Ich habe alles unter Kontrolle. Die tapferen Jungs sind in den besten Händen. Passt du nur auf, dass du Sandra ein schönes, großes Lächeln schenkst. Die brennt darauf, dich zu sehen, oh. Ja, wir haben uns ja prächtig geschlagen, nicht wahr? Oh, unsere Mutter erwartet uns auch schon. Mhm. Guter Junge, ich wusste doch, dass du dich nicht von einem Haufen doofer Monster schlagen lässt. Lass den König nicht warten. Er brennt bestimmt schon auf deinen Lagebericht. Besuche ihn in sein Zelt und achte auf deine Manieren. Okay, bist du die Einzige, die jetzt markiert ist hier? Alles klar. Nicht, dass wir an Sandra eiskalt vorbeirennen. Ah ja, da drüben ist sie ja. Na dann, hi, guck mal. Du bist wieder da. Und noch dazu unversehrt. Ach, ich bin ja so froh. Moment mal. Du bist doch auch wirklich unversehrt, oder? Natürlich. Das ist mein Chris. Halt, ich meine natürlich, das ist mein alter Kumpel Chris. Ich hab doch gewusst, dass dir nichts passiert. Warte mal. Alter Kumpel? Okay, nun gut, jetzt ist es offiziell. Offiziell Friendzone. Verdammt. Endgültig. Ich hab diesen Monster Saurus gegeben und wie ein richtiger Held gekämpft. Aber dann hat mich eins von ihnen urplötzlich in den Schwertarm gebissen. Ah, schau nur. Ah. Aua. Wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. Mhm, ich verstehe. Ich weiß, was hier los ist. Gehen wir also rein. Zu König Karneol. It seems we owe you both a debt of gratitude. You have proven your strength and your ability to work together. It is time. Time to bring light back to this benighted land. The fiend that usurped my throne must be ousted. Heliodor Castle must be reclaimed. And you, my loyal servants, must lead the charge. But sire... I do not give these orders lightly, Hendrik. My spies have found a means by which we might gain an advantage. The city's sewers can be entered from the cliffs in the side of the hill atop which Heliodor stands. You will use these sewers to infiltrate the castle from beneath. Ah ja, das war auch damals toll. This key will unlock the gate. Jawohl, der Schlüssel zur Kanalisation, cool. Ob wir wohl den Drachen da unten zerlegen müssen, bestimmt, oder? Wisst ihr noch ganz am Anfang die tolle Fluchtsequenz, die war ja toll inszeniert? Oh, da freue ich mich aber drauf. Garantiert kommt das, da wette ich doch was. But sire, who will command our forces in my absence? If the enemy renews the attack, we will be slaughtered. We will not. We will be prepared. Prepared to draw them out, leaving the castle unguarded. The usurper must be overthrown while we have the chance. We strike now, or we never see the light of day again. Please, Your Majesty, we cannot allow yet more lives to be lost. Precisely. Which is why you must quell the darkness at its source. We seize our one opportunity, or we consign ourselves to despair. It is as simple as that. Or do you question the wisdom of your king? My subjects have shown me the depth of their courage. I trust in their ability to endure this one last assault. And I order you to do likewise. Sire. Treu ergeben wie ihr und je. Do not let us down. Nach einer viel zu kurzen Rast ist für Chris die Zeit gekommen, nach Heliodor aufzubrechen. Ja, da macht keine halben Sachen, der König. Will, dass das zackig geht, natürlich. Jetzt oder nie. Und ich bin sehr froh. Haben wir ihn schon mit dabei? Nein. Du bist doch ein Teamkollege, oder? Oder nicht? Könnte auch seine coole alte Rüstung vielleicht mal wieder anlegen. Keine Ahnung. Jo, brech mir auf. Lassen wir es krachen. Ab geht die Post. Zeigen wir denen mal, was Nake ist.
Ich meine, der geniale Plan durch die Kanalisation, ich kann es schon voll und ganz verstehen, ne? Einmal durch die Kanäle und dann mit dem Geruch im Schloss vertreiben, ich verstehe schon. Mhm. Ja, gibt's Sinn. Zwei, die so abgrundtief stinken, dass der ganze Thronsaal leer gefegt wird. I see. Gut, lieber König. Westlich von hier, jenseits des Waldes, befindet sich ein versteckter Eingang zu den Abwasserkanälen der Stadt. Ihr könnt diese Kanäle nutzen, um von unten her in das Schloss einzudringen. Der Schlüssel, den ich euch gegeben habe, öffnet das Tor. Ich habe den Menschen hier verboten, euch in großen Rahmen zu verabschieden. Die Monster könnten Spione eingeschleust haben und wir können nicht riskieren, dass sie von unseren Plänen erfahren. Vergesst nicht, ihr seid unsere letzte Hoffnung, enttäuscht uns nicht. Spione. Gefährlich, gefährlich. Aber er ist auf alles vorbereitet. Er ist zumindest voll und ganz bei Sinnen. Also. Hendrik, wo bist du? Brechen wir auf. Worauf wartest du denn, Mensch? Oder ist er schon ganz weit vorgestürmt, wer weiß. Nicht, dass ich jetzt versehentlich alleine aufbreche. Wäre nicht so cool. Aber wahrscheinlich wartet er nur auf uns im Norden oder so. Hoffe ich zumindest. Wahrscheinlich jetzt eiskalt an ihm vorbeigerannt. Hä? Moment. Was soll das? Oh, weißen Elixier, cool. Und Allheilmittel. Na sowas, das waren mal dicke Vorräte. Ah, da ist er ja. Wait, love. Mr. Hendrik, sir. I couldn't have a quick word with my boy, could I? I won't be long, I promise. As long as it is quick. So you're heading off again, are you? Well, just you be sure to listen to Sir Hendrik and do as you're told. And don't you dare go giving up, ever. Just look at me, eh? Something's wrong with my eyes now, too. Must be all this squinting in the dark. Well, only one remedy for that. You'll just have to bring back the light. Promise? Time is short. We must be on our way. You'll look after my boy, won't you, Sir Hendrik? Obsidian. See the lady back to safety. Obsidian heißt sein Schwert. So. Sein Pferd. Sein Schwert. Wow, super. Vielleicht heißt sein Schwert genauso. Nein, ich meine nicht Pferd. Ich wollte den Gegner angreifen, verdammt. Mach dir keine Sorgen um deine Mutter. Der König hat geschworen, sie und alle Bewohner des Lagers zu beschützen. Und er ist ein Mann, der zu seinem Wort steht. Du wirst im Schloss nach der Quelle der Finsternis suchen. Auf dem Hügel unterhalb von Heliodor steht eine Kirche. Dort werden wir uns einquartieren, während wir nach dem Eingang zur Kanalisation suchen. Okay, es geht auch direkt anscheinend los. Ah ja. Verdammt, er ist wirklich nur so ein Mitglied nebenbei? Nein! Er wäre so ein cooles weiteres Gruppenmitglied. Das könnt ihr doch nicht machen. Mensch, ernsthaft? Jetzt mache ich vor Wut wieder alles kaputt. Wie immer. Auch wenn ich nichts bekomme. Verflucht. Okay. Whatever. Wir brechen mal auf. Und wer bist du hier, hm? Ja, grüß, ich bin fahrender Händler. Ja. Alles klar, hast dich in der Kirche verschanzt, ja. Geht klar. Hier gibt es eigentlich nichts Außergewöhnliches, was wir dringend bräuchten. Och nö, jetzt ist der Typ nicht wirklich in unserer Gruppe drin. Wartet. Verdammt! Ah! Haben wir ihn vorhin nicht gesehen hat, das dachte ich schon. Heliodorische Kanalisation. Hui, ich hoffe ja wirklich, dass irgendwann noch Eric und so weiter mal auftauchen. Oder was ist mit Serena und Veronica? Was ist mit Jade? Schnief. Und vor allem, was ist auch mit Rio, Mann? Das gibt's doch nicht.
Ah, rotes Kleinod und Platinerz, ja. Mittlerweile fühle ich mich schon getrollt durch Platinerz, weil es so viel davon gibt. Boah, geil, Platinerz, Leute. So der neue Insider. Ha. Platinerz, Oh, ich bin völlig falsch gerannt. Yippie. Und alles nur für ein bisschen Platinerz. Okay, ich höre schon auf damit. Aber zumindest krallen wir uns dieses Loot noch. Flatterfedern und Brummbären. Ist schon eine Weile her. Aber vielleicht bringen sie uns ja noch irgendwas. Wer weiß. Ich renn dann mal weiter. Tschüss, ihr bösen Geister. Lamplinge sind auch schon größer geworden anscheinend. So hießen die doch, hm? Die Lamplinge. Oha, dass hier nicht alles rumrennt. Ich hoffe, ich renne gerade überhaupt richtig. Ja, das sieht gut aus. Okay. Alles brennt hier, meine Güte. Hat wieder jemand beim Grillen übertrieben. Super. Fear the burn, denkt sich wohl auch der Bösewicht. Aber gut. Das kriegt er schon bald zurück. Hey, was ist denn hier los? Achso, du hast nur einen Stumpen. Wollt ihr nicht überleben? Ich weiß ja nicht. Ist das nicht ein bisschen unklug, sich so als Stumpf in der Nähe von Feuer aufzuhalten? Ich weiß ja nicht, wie er funktioniert. Kommt mir ein bisschen gefährlich vor. Brandgefährlich, um genau zu sein. Aber gut, gehen wir nach oben. Geheimer Eingang. Mhm. Deswegen führt auch eine Liane nach oben hier. So geheim ist das. Oh, cool. Noch ein bisschen Loot. Gegengift und Heilkräuter, wow. Okay, immerhin Wollgras ist auch dabei. Das bringt, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Wartet mal, hier müssen wir nach oben, oder? Ja, man sieht es schon. Wer hätte gedacht, dass wir hier mal wieder entlang kommen? Damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass das passieren würde. Obwohl der Drache vielleicht sogar dafür verantwortlich ist, dass hier so viel Feuer überall ist. Ich könnte mir das echt vorstellen, dass wir halt quasi jetzt den Drachen erstmal als nächsten großen Boss haben. Gut möglich. Oha. Nächste Offensive. Die sind ganz schön schnell, was? The assault begins. Move. This is no time for idling. Und da hat er völlig recht. Also weiter. Die Klippe hochklettern, natürlich. Und hier gibt es auch nicht weiter irgendwas, aber mal beeindruckend auch nochmal das hier zu sehen. Oha, guckt euch das an. All das Feuer überall, alles brennt. Alles. Krass. Aber gut, er hat ja gesagt, wir sollten vielleicht nicht rumtrödeln. Also, gehen wir vielleicht mal lieber rein. Die Kanalisation wartet. Damit hätte man nun wirklich nicht unbedingt gerechnet. Aber wir sind wieder zurück. Oh ja, die heliodorische Kanalisation. Das hat damals aber Spaß gemacht, muss man wirklich sagen. Das war cool. Warte mal, müssen wir darüber? Wahrscheinlich nicht, oder? Bringt uns das irgendwas? Na, gehen wir einfach weiter. Ich hoffe mal, das bereuen wir jetzt nicht. Oh, und auch hier gibt es anscheinend Loot zu holen. Ein paar neue Kreaturen und so weiter. Ach, egal. Greif ihn an. Ui. Wartet mal, ihr seid so eine Art Schatten-Metallschleim oder was? Holla, na sowas. Oh, zweimal verfehlt. Okay. Der in der Mitte sollte unser Ziel sein, da Hendrik schon draufgehauen hat. Sehr gut, sie greifen auch beide an, cool. Na, mit ein bisschen Glück. Oh ja, das war ein Crit. Das war krass, okay. Sauber, Metallschleim der Schatten. Ob die wohl auch mehr Erfahrung bringen? Wir selber voll einfach nur auf den Metallschleim losgeht. Aber klar, logischerweise, machst du gut so. Ah ja, ja, jawohl. Oh, wir brauchen ja noch ein bisschen was. Fieser Angriff.
Aber erstaunlich, der will einfach nicht fliehen, was? Das ist kein typischer Metallschleim. Jawohl, wir haben ihn. Sehr schön. Was? Unterstützung? Ein Kühlrabi. Kümmern wir uns erstmal um die Höllenrüstung. Du hältst aber einiges aus. Oh nein, 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 nein. Hey, cool, das geht ja auf alle und wir haben mehr irgendwie geheilt. Wow. Ganz schön bitter. Mega Stärkung. Brauchen wir zwar nicht, aber besten Dank oder so. Das wohl ein bisschen mehr macht. Gegen ihn nicht, nee. Hat bei ihm keinen Effekt, leider. Schade. Oh, wow. Er ist echt nicht so stark, wie man vermuten würde. Also, Kohlrabi, dein Stündlein hat jetzt auch geschlagen. Juhu, heil uns. Ja, yippie. Voll praktisch. Und Chris am Ausrasten, obwohl er gerade geheilt wurde. Oha, und krittet ihn einfach eiskalt weg. Der war doch so freundlich, aber tja. 25.000, habe ich das richtig gelesen? Mehr Heilung und Krach. 11 Talentpunkte. Okay, das war heftig. Was? So viel? Cool. Oh ja, wir können auf beidhändige Begabung gehen zum Beispiel. Aber da wir auch hier entlang gehen sollten, da habe ich ein bisschen was vor. Wir probieren es einfach mal. Schnittiger Schlag. Ja, wir müssen da sowieso entlang. Bringt uns nichts. Wird noch ein bisschen dauern, ne? Okay, alles klar. Angehender Lichtbringer. Aha. Stärke plus 25, wobei das ist auch ein krasses Feld. Deswegen lohnt es sich eigentlich auch schon, auf Beehänder zu gehen, würde ich sagen. So ganz nebenbei. Konter bei Blockparade. Ist bestimmt auch ganz interessant. Ich meine, ich nehme das gerne mit. Ich finde das sehr spannend. Und vor allem, ich wette, diese Felder sind der Hammer. Garantiert, ja. Die müssen mega sein. Das dazwischen, das muss irgendwas Besonderes sein. 50 Ehrungen haben wir schon erhalten. Cool. Wir sind also ein echter Ehrenmann, ne? Oh. Ach, das ist der eigentliche... Ah, nee. Es gibt einfach so ein paar Türen anscheinend. Alles klar. Okay, Stärkesamen. Sehr gut. Können wir theoretisch auch unserem Helden eigentlich geben. Ist eigentlich voll in Ordnung. Ach, kommt schon. Habt euch nicht so. Die Höllenrüstung ist auch gechillt. Mensch, die alten Drakos. Ah, was ist denn hier? Ah, Weißenelixier. Huh? Okay. Hier hat jemand mal wieder gesoffen. Irgendein Säufer. So, so, ich sehe schon. Deswegen, der König hat natürlich den Schlüssel zur Kanalisation. Und was hat er? Eine Tür und dort ist seine Saufkammer, Leute. Da hat er seinen Kummer weggesoffen, der Typ. Ja, so eine Art König ist er. So eine Art König. Unglaublich, der Typ, ey. Unglaublich. Ein Säuferkönig. Ja, ja, da hat er trainiert heimlich, ne? Alle unterm Thron gesoffen. Aber gut. Wir gehen weiter. Hallo, Höllenrüstung. Hallo, Draco, verdammt. Na gut, okay, Dracos der Schatten. Mit euch werde ich schon fertig. Oh, ihr seid ja putzig. Wisst ihr, was gar nicht putzig ist? Das hier. Oh, bam. Tja. All is well that ends. So macht man das, ne? Nein, nicht mit der Armbrust hier rumballern. Ich weiß, das macht Spaß, okay? Die Nerfgun des Lichtbringers. Aber bitte geh weiter. Okay, gut. Oh, wow. Was kam da denn runter? Geblubbert. Blasenschleime. Die könnten uns vergiften, da habe ich keine Lust drauf. Oh, natürlich vergiftet er mich direkt. Verflucht nochmal. Jetzt bin ich wütend. Och komm, wirklich Mega-Stärkung. Ist das dein Ernst, Hendrik? Kannst du nichts Sinnvolleres machen? Meine Güte. Hält die an? Ah, verdammt, die hält an. Oh toll, jetzt ist der natürlich direkt hinter uns hier. Super. Super gemacht. Der greift uns an, ja. Oh, oh. Vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. Oh, er flieht. Nein. Schnell. Schnell. Ja, 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 ja. Das war gut, das war gut. Nein. Fuß nicht. Okay. Mega Stärkung. Ist das dein Ernst, Hendrik? Wirklich?
Warum buffst du uns? Was soll das? Siehst du diesen einen Punkt? Nein, Sandrick. Nein, Duldsamkeit. Ein Glück, dass der immer noch nicht geflohen ist. Die haben gerade so viel Lack mit diesen Metallschleimen. Das ist eigentlich der ziemliche Wahnsinn. Jawohl, jetzt kommt der Crit. Alles klar. Leider lässt unsere Stärkung auch gleich nach. Bitter. Aber ich glaube, wir nehmen sie noch einmal mit, oder? Oh mein Gott, geben die viel. Das ist ja absurd. Das ist ja voll absurd. Was um alles in der Welt, okay. Ja, wenn wir so viele Talentpunkte auch jetzt immer bekommen, das ist ja krass. Dann geht das ja richtig schnell. Ha. Oh, ich freue mich voll, was da wohl alles drinnen ist. Leute, Hype. Das macht mir jetzt schon Spaß einfach. Und ich meine, das ist mal ein geiles Gebiet einfach zum Farmen, oder? Das ist ja der Hammer. Ja, da ist wieder so eine Nervensäge, alles klar. Rüpelrabe, weg mit dir. Und bitte, Sir Hendrick, mach nicht wieder die Stärkung. Hau einfach drauf, okay? Geht das? Bitte nicht auf den falschen Gegner. Mensch, was stimmt nicht mit dir? Wow, und jetzt haut er noch deine... Du bist zumindest nicht mit Intelligenz gesegnet, oder? Entrüstende Klinge. Aua. Okay, das könnte jetzt ein bisschen gefährlich werden. Können wir uns bitte einfach heilen? Okay. Das kann nämlich eine fiese Kombination sogar sein. Die könnte einen easy erledigen. Ach komm, wirklich nochmal. Und vorhin dachte ich mir noch, ach so, entrüstend. Ach Gott. Ist ja wirklich schlimm. Na komm schon, da müssen wir ein bisschen mehr auszahlen. Ach, verfehlt. Hör auf so zu failen. Okay. Geht doch. Kein Problem. Siehst du? Ah, noch mehr geheime Türen. In Anführungsstrichen. Wartet mal. Müssen wir da entlang? Verließe heißt es hier. Ich gehe mal erstmal nach oben. Warte mal, geht das eigentlich? Leute, man kann halt echt auf die Art und Weise drumrum. Oh. Anscheinend werden die ein bisschen... Also man selber ist eingefroren, aber die entdecken einen dann auch nicht. Das ist ja lustig. Eine Mini-Medaille. Tja, ist nur die Frage, wann wir wieder hinkommen. Könnte eine Weile dauern. Ha. Na super. Ich habe jetzt keine Ahnung, was der richtige Weg ist, weil die Verliese könnten ja auch Relevanz haben. Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht müssen wir da sogar hin. Aber hier scheint es auch nicht wirklich weiterzugehen, wenn ich die Karte so angucke. Mal sehen. Na? Scheint eher eine Sackgasse zu sein, oder? Durch hier. Kein Bock auf Blasenschleime. Ah ja, doch, das scheint sich zu lohnen. Oder? Ah ja, Heiligenasche. Und dann gibt es noch einen weiteren Gang anscheinend. Dort gibt es irgendwas Lootmäßiges. Ja, renn rein. Passt schon, oder? Ach, wisst ihr was? Die haben jetzt schon gute Erfahrungen gesammelt. Wir fliehen einfach. Ja, komm. Danke, es funktioniert sogar. Ist ja cool. Mensch, ist ja schön, wenn das mal klappt. Oh, und schon ist der nächste Kampf am Start. Die nächsten Rüpelraben erscheinen, aber ich will nicht. Danke. Wow. Hey, das Spiel nimmt das ja an. Ist ja cool. Sonst habe ich damit immer so viel Pech und kann einfach nicht fliehen. Das geht mir in den meisten RPGs vor allem so. Das ist nicht nur Dragon Quest. Ich habe so oft Probleme zu fliehen, was mich teilweise richtig nervt. Aber das Glück ist heute auf unserer Seite. Ist doch schön. Ja, die nächste Kiste. Mit... Weißen Elixier. Man möchte anscheinend, dass wir sehr viele MP übrig haben oder so. Vielleicht sollte ich mir eins davon sogar einpacken. Das machen wir mal ganz kurz. Nicht, dass es an mir vorbeigeht. Irgendwie scheint das Relevanz zu haben, ja. Und für Chris reicht ja sogar ein weißen Elixier erstmal ganz gut. Würde ich behaupten. Wir tauschen mal Heilkraut dafür aus. Das brauchen wir überhaupt nicht. Völliger Blödsinn. Heilkraut. Tö. Dass ich nicht lache. Bisschen schwach, was? Da drüben gibt's ein Bett oder sowas. Hey, was ist das denn? Eine richtige Schatzkammer. Ah, 5000. Wow. Und eine wertvolle Vasensammlung. Oh, eine Fresskiste hat sich ja auch versteckt. Das ist natürlich ein bisschen gemeiner. Aber wir werden das schon schaffen.
Oh mein Gott. Wirklich? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Nein. Nein. Warte. Letzte Verliese. Letzter besuchter Ort. Ich weiß nicht, was näher dran ist, ehrlich gesagt. Verliese von Heliodor, ja. Warte mal, wenn wir Glück haben, wir haben ja gerade ein neues Gebiet. Ugh. Wir haben ja gerade ein neues Gebiet betreten, ne? Ich hoffe, wir sind jetzt einfach im nächsten Abschnitt. Bitte, bitte, bitte sag mir, dass wir im nächsten Abschnitt sind. Oh mein Gott. Oh, ich hatte einen halben Herzinfarkt, Leute. Ja, wir werden das schon schaffen. Bam, Verzweiflungsangriff, du bist tot. Rip. Das war gar nicht unfair. Überhaupt nicht. Nein, niemals. Okay, Fresskiste. Boah, das war... Das war gemein. Mhm. Jetzt aber, du bist fällig. Du bist so fällig. Du bist tot, Fresskiste. Was machst du da hinten? Hallo, Hen? Was? Hallo, er kann sich klonen. Was ist denn jetzt los? Lol. Und er macht gar nichts. Er steht einfach rum. Was ist das für ein Bug? Lol. Ich pack's nicht. Das ist lustig. Okay. Okay. Ich habe verstanden. Wupp. Nein. Oh Gott. Au. Shit. Danke. Gott, die immer mit ihren Verzweiflungsangriffen. Geh weg. Hi, Hendrik 2. Das ist dezent lustig. WTF. Whatever. Ist es alles wieder normal oder so? Lol, wie komisch. Das war random. Das war mega random. Aber okay. Gut. Wäre das auch geklärt? Wir holen uns mal ein paar Schätze oder so. Wenn da noch was ist. Ja, Pferdemist. Wahnsinn. Ah. Ausdauersamen und ein Buch. Auf dem Tisch liegt ein aufgeschlagenes Abenteuerbuch. Wir können ja speichern, alles klar. Gut, jetzt ist es nicht mehr notwendig. Aber wir können uns mal ganz kurz ausruhen. Scheint sich ja zu lohnen. Boah, bin so froh, dass es Autospeichern in dem Spiel gibt. In einem älteren Dragon Quest Teil wäre das jetzt echt unschön gewesen vorhin. Das wäre richtig, richtig nervig gewesen. Ach du meine Güte. Warte mal, untere Ebene? Sollten wir da mal kurz runter? Ich denke schon, oder? Könnte sich lohnen. Ich glaube, da müssen wir an sich nicht hin, aber vielleicht ist da ja jemand oder so. Man weiß ja nie. Oh, hi. Unglaublich wachsam, muss ich schon sagen. Bemerkenswert. Aber gut, er kann ja nur kurzsichtig sein. Hat ja keinen Kopf mehr, ha. Super. Gut, okay. Das war vielleicht fast ein bisschen beleidigend. Entschuldigung. Ich achte auf deine Gefühle. Ich kann nicht sehen. Er hat mich beleidigt. Tut mir leid, Mensch. Nimm's nicht so persönlich. Das ist mir einfach nur entgangen. Okay. Kufladen. Na ganz, ganz toll. Hey, da ist tatsächlich irgendwo was, oder? Hi. Ein kopfloser Ritter. Hoho. Gut, du willst also ein bisschen was auf die Mütze haben. Tja, du kannst ja nicht meine Mütze tragen. Tut mir leid. Ich glaube, du musst sterben. Das war's auch schon. Ja, das gute alte Loch, was Eric damals vorbereitet hatte. Ah, aber es hat sich gelohnt, der Aufenthalt hier. War sehr sinnvoll. Auch wenn ich immer noch nicht verstehe. Also ich denke mal, irgendwann kann man sicherlich auch durch solche Türen durch. Wahrscheinlich müssen wir noch ein bisschen warten einfach, bis irgendeiner das kann.
Könnt ihr mir vorstellen, dass es vielleicht Eric lernt oder dass irgendeiner das später hat, wenn noch jemand scheunen sollte? Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Der kann erstmal nichts machen, das ist ja praktisch. Ja, der ist sowas von tot. Na? Vielleicht doch noch ein Falkenhieb. Egal. Wirklich, ist das dein Ernst? Unnötig. Wow. Und jetzt wird er auch noch gekräftigt, deswegen. Oh. Immerhin geht er auf dich. Da siehst du es, ne? Hat sich voll gelohnt und so. Meine Güte. Aber ich mag Hendrik, er hat zwei Händer. Alle Leute, die Zweihandschwerter führen, sind automatisch cool. Das ist normal. Ach ja, und ich liebe Zweihandschwerter, by the way. Ich find's eigentlich großartig, aber ich habe mich hier halt nicht dafür entschieden. Ich bin klassisch unterwegs, aber naja, gut, wir gehen ja gerade beide Pfade, ne? Ich könnte es mal ausprobieren. Mit einem vernünftigen Schwert. Ah, Schloss Heliodor. Wir sind also endlich hier. Mittendrin. Wir sollten uns auch sorgfältig umsehen, natürlich. Jetzt hat das fast ein bisschen was von Trodane. Ah, drei Bücher. Schön aufgereiht. Werden wir uns gleich ansehen. Oh, Euklas Gemach. Und ein Platinschwert befindet sich hier auch. Okay. Ist nichts drin. Okay, Euklas. Irgendwelche Auffälligkeiten? Nicht so wirklich. Vielleicht hat er Schiffe gemocht. Ich weiß es nicht. Was ist das? Irgendeine Kirche irgendwo? Aber nicht wirklich irgendwas, was sehr auffällig wäre. Wer weiß, was er hier verbrannt hat. Aber lesen wir mal ein bisschen rein. Das ist jetzt sehr spannend. Euklas Gemach. Der Einband ist durchgewetzt und Chris kann auf den verblassten Deckel nur noch die Worte Lehren des Tristan Geheimnisse des Herzens erkennen. Er versucht ein paar Seiten zu lesen, aber irgendwas sagt ihm, dass er dafür noch nicht ganz bereit ist. Diese Lehren des Tristan hat man immer wieder mal gefunden irgendwo. Schätze der Nation. Nummer 106, der Schild von Heliodor. Unsere Geschichte beginnt mit dem ersten König von Kriegerwelt und seinem Gefolge, nach vielen Tagen der harten Reise in einer Herberge in Heliodor Rast machten. Ein großer schwarzer Drache. Er fuhr davon und erachtete dies als die perfekte Gelegenheit, den König von Kriegerwelt zu töten. Also startete er einen flammenden Angriff auf die Stadt. Als die Bürger von Heliodor in Panik gerieten, trat ein einziger Ritter mit ausgestreckten Armen vor sie und tat alles, um sie vor dem Zorn der abscheulichen Echse zu beschützen. Der König von Kriegerwelt war so bewegt von der selbstlosen Tapferkeit des Ritters, dass er ihm einen edlen Schild in Form einer großen schwarzen Drachenschuppe schenkte. Bis heute befindet sich dieser sagenhafte Schatz in Heliodor. Der König kann ihn jedem Ritter überreichen, den er seiner für würdig erachtet, mitsamt der Rolle, für die der Schild steht. Erster Ritter des Reichs. Cool. Ob der hier noch irgendwo zu finden ist? Teufel steckt im Detail. Exorzistenschwert, Dämonenspeer, Dämonenpeitsche, Teufelsschwanz. Ah ja, also alles, was irgendwo boshaft ist. Aber auch diese Rezepte dürfen nicht fehlen. Okay, ist nichts. Auch kein Secret. Alles klar. Wir sollten auch aufpassen, wo wir hingehen. Natürlich. Ich glaube... Nein, der Thronsaal ist ja unten. Hier haben wir wahrscheinlich erstmal... mehr oder weniger Freigang. Hi, du Spukgestalt, du. Ich guck mich nur um. Ich genieße das hier. Hallo, empfängt man so seine Gäste? Ich gehe wieder. Tut mir leid. Das war so nicht abgemacht. Puh, noch ganz viele Zutaten und so. Und jemand hat eindeutig den Ofen ein bisschen zu stark aufgeheizt. Tja, da sind ein paar Pizzen jetzt verbrannt. Tut mir leid. Aha. Drei Spezialarzneien. Tja, besser als nichts, aber ich hätte irgendwie mit mehr gehofft. Unspektakulär. Tja. Dann verlassen wir auch diesen Raum wieder. Und ich habe das Gefühl, wir sind gleich kurz davor. Vielleicht vor dem nächsten Boss oder was auch immer. Was meint ihr? Wagen wir das? Hey, ich geh mal vorbei. Okay, du willst wohl nicht. Gut, kann ich verstehen. Gehst nur deiner Pflicht nach. Tja, meine Pflicht ist es, dich zu erledigen. Tut mir leid. Und das war's auch schon. Wie der Kopf einfach abfällt. Leider auch nichts versteckt anscheinend da drüben. Schade. Aber hier müssten wir in den Thronsaal kommen, wenn ich das richtig sehe.
mittendrin im Herzen. Wartet mal ganz kurz, nochmal kurz geschickt heilen. Wichtig. Und vielleicht auch nochmal... Oh, was ist denn das da drüben für eine Schauergestalt? Moment. Gegenstände. Wo ist es noch gleich? Wir brauchen noch eine Olefiole. Genau, ich denke, damit sind wir besser vorbereitet. Oh ja, wer bist denn du jetzt? Even the great stairway lies in ruins. Noch nicht wirklich der Thronsaal. Aber irgendwer wartet auf uns, nicht wahr? Zepp will be in the throne room, if he is anywhere. He must be found and punished, which means we must seek another way up. Ach so, das war gerade anscheinend einfach nur irgendein normaler Gegner. Das sah schon so spektakulär aus. Können wir mit dir reden oder so? Bist du echt nur ein Monster? Anscheinend dann, oder? Ach, Tatsache, lol. Das hat mich jetzt überrascht. Ach ja, da drüben steht ja noch eins. Alles klar? Lustig. Hey, wir müssen anscheinend irgendwas mit der Wurzel von Yggdrasil hier machen. Erstaunlich, dass da noch eine aktiv zu sein scheint. Oha, interessant. Ob hier noch irgendwas verborgen ist? Alles muss überprüft werden. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Gut. Ja, berühren wir sie. Mal sehen, ob wir eine Vision kriegen. Come, Jasper. Do your worst. If you insist. Curse you, Hendrik. Brute strength wins the day again. It is good to see two young men with such spirit. But I order you to cease your horseplay and greet our latest arrival. I present Princess Jade. When you grow older, you will be the guardians of this great kingdom. I am counting on you. And now, so is she. Aha, ein Geschenk. Für beide. With my might and your wisdom. We will surely be the greatest knights this kingdom has ever seen. Long may we protect the princess and all her people. Jasper, are you listening to me? What is this? Why, the shield of Heliodor, of course. Symbol of the kingdom's greatest knights. His Majesty keeps it in his private chambers. If we are destined to become such men one day, one of us will surely wear it. I would very much like to see it, wouldn't you? And how do you propose to do that? One cannot simply stroll into the king's chambers uninvited. Oh, I have my ways. I just so happened to spy a certain someone treating himself to a midnight feast in the kitchens. Huh? None other than His Royal Majesty. He slithered out of a secret passage behind a cupboard and set about the leftovers. That passage must lead to his chambers. Ah, ein Geheimgang hinter dem Küchenschrank. Okay. You devil! You've solved the mystery of his bulging belly. The queen will make you an earl for such a service to the kingdom. We meet in the kitchen at midnight. Agreed? Agreed. Oh, die haben sich anscheinend echt mal gut verstanden. Wahnsinn. Und selbst er war mal einigermaßen sympathisch.
Aber irgendwas hat ihn anscheinend immer getrübt. Ich meine, dieser Blick sagt viel aus, nicht wahr? Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Irgendwas muss ihn ereilt haben. The passage to the King's Chambers. But what was that? A vision? A dream? So this is your power, Luminary? You are able to draw on the memories amassed within the world tree to pry into others' pasts. Very impressive. Man muss aber auch sagen, was auch beeindruckend ist, ich meine, das ist immer noch aktiv. Das könnte ja auch ein Hoffnungsschimmer sein. Ich meine, aus diesen Wurzeln könnte ja irgendwann ein neuer Baum entstehen, oder? Und außerdem ist es auch erstaunlich, dass wir eben unsere Fähigkeiten doch noch haben. The kitchen is on the north side of the castle, beyond the banqueting hall. Come. Sehr gut, wir haben also einen wichtigen Hinweis erhalten. Ausgezeichnet. Gut, können wir hier noch irgendetwas machen überhaupt? Lohnt sich das hier noch? Hier können wir ja gar nichts bewirken. Und da drüben scheint sich auch nichts mehr zu befinden, richtig? Alles klar. Ist ja auch keine Tür, die eingezeichnet wäre. Also, rennen wir schnell! Dann ist ja klar, warum man überhaupt in die Küche gehen kann. Ich meine, für 3 Spezialarzneien bisschen viel Aufwand. Aber so ergibt das Ganze natürlich etwas mehr Sinn. Hi. Ich bin schon wieder weg. Kümmert euch nicht um mich. So, der Vorratsschrank. Irgendwo hier? Ah ja, das ist er anscheinend. Ja, wackelt leicht. Alles klar. Ein Geheimgang. I didn't make it here that night, you know. I was caught trying to slip out of my chambers. The king made me polish all the armor in the castle. Jasper was disgusted with me. We had a furious argument. We had so many in those days. Well, enttäuscht war. Happiness than strife. Life was simple. We had a purpose. We would have stood together in defense of Heliodor no matter what. I have treated you poorly. Forgive me. Das ist akzeptiert, aber so was von. Ich finde es auch interessant, dass er jetzt mal ein bisschen was sagt. My loyalties have been tested, but not by you. Whatever lies ahead, we must face it together. Will you stand beside me? Na, sicher doch. Ich finde, er ist auch relativ cool. Ich mag ihn eigentlich schon. Klar ist halt der typische loyale Typ. Kennt man aus zahlreichen Spielen. Aber generell, so wie er hier dargestellt ist und so, finde ich ihn schon ganz cool. Aber was ist denn da auf dem Boden? Irgendein königliches Siegel, irgendwas, das man nicht wirklich identifizieren kann. Hier war anscheinend, naja gut, doch irgendwer hat ja auch mal rumgeräumt. Ah, guck mal, weitere Bücher vor allem. Ah, Anleitungen. Garderobe des königlichen Geschlechts. Königsaxt, Königsmantel, Königinnenrobe. Das klingt alles sehr mächtig. Ein riesiges, langweilig aussehendes Buch mit dem Titel Protokoll der 36-jährlichen Konferenz zur Entwicklung Heliodors. Ach du meine Güte. Die Ränder sind angefüllt mit Zeichnungen köstlicher Kuchen und Torten. Jedes Bild enthält eine genaue Beschreibung des fabelhaften Geschmacks dieser ergötzlichen Desserts. Leckeres Erdbeermousse. Die erlesene Kombination aus lockerer Zartmousse und leicht saurem Erdbeeren ist absolut himmlisch. Wow. Also ein echter Gourmet, unser lieber König. Sieh mal einer an. Noch welche, die das hier bewachen. Ah ja, da unten gibt es anscheinend auch noch ein paar Kammern. Es lohnt sich also zurückzulaufen. Ah, ein weiteres Buch. Ein altes, abgewetztes Tagebuch, das ein Kind vollgekritzelt hat. Chris nimmt es aus dem Regal und blättert drin. Ach stimmt, das Schlafgemach der Königin. Mit zitternden Linien hat jemand etwas gezeichnet, was wie zwei Zündhölzer aussieht. Eines davon hat einen Bart, das zweite trägt eine Schleife. Unter der Zeichnung steht mein Papa und ich. Mhm, ja, die Schleife. Mhm. Kann man sich auch dran erinnern, nicht wahr? Mit einer Nebenquest zusammen.
Das gefällt mir auch ganz gut. Kleine Lebensretter. Philanthropenring, Annullierring, Ring der Immunität, Ring der Wahrheit, Vollmondring, Klingenring, Ring der... Was? Nochmal Ring der Klarheit? War das jetzt eine Doppelung? Oder habe ich jetzt irgendwas falsch vorgelesen? Jedenfalls noch Hexerring und Hexerstein. Bin ich das blöd? Stand er jetzt zweimal dabei? Vielleicht soll man sich fragen, ob man bei klarem Verstand ist. Das verdeutlicht, dass es ein Ring der Klarheit ist. Ich weiß es nicht. Fürstinnenfäustlinge. Ob da wohl bald wieder ein weibliches Mitglied zurückkehrt in unsere Partie? Wer weiß, wer weiß. Auch hier nochmal alles durchforsten. Das Gästezimmer. König Karneol hinter dem Thron. Aber ich glaube... Nein, nein, das hatten wir alles schon. Ne? Da waren wir auch schon mal drin. Das hatten wir bestimmt schon. Ja, hier ist auch nichts mehr. Man konnte dort schon einmal rein. Ich guck trotzdem mal im zweiten Zimmer. Könnte nämlich sein, dass wir doch in irgendeines damals nicht reingekommen sind. Nur für den Fall der Fälle. Erster Stock wieder. Erdrianische Geografie. Nee, ich kann mich daran erinnern. Ich kann mich daran erinnern, Leute. Aber hier ist trotzdem eine neue Kiste. Aha. Goldbarren. Ach nee, stimmt. Damals konnte man das nicht öffnen. Das war, glaube ich, ein Geschenk für den König oder so. Das war der Hintergrund. Okay, hat sich also in der Tat gelohnt. Sehr schön. Sieht man doch gerne. Okay, auch hier könnte man sich noch ein bisschen umsehen. La 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 la. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Ich öffne nur die Kiste. Und bin schon wieder weg. Bin schon wieder weg. Tut mir leid. Alles klar. Natürlich wollen wir uns, wie gesagt, überall umsehen nochmal. Ah, ein Heilkraut, wow. An sowas merkt man halt, dass man hier schon hätte sein können. Ei. Bei. Aha, was haben wir denn hier? Ein Eschenburger Taler. Also auch das hat sich nochmal kurz gelohnt. Ach, da kann man nicht mehr raus. Das ging aber früher. Mhm. Na, sowas aber auch. Aber ich glaube, dann haben wir wirklich alles an Loot hier. Therapeutik-Samen. An sich auch keine schlechte Sache. Hi. Und erneut bye. Voll am Trollen. Okay, Leute. Nun, ich würde sagen, hier warten wir jetzt kurz. Ja, hier beende ich den Part. Hier soll es beim nächsten Mal weitergehen. Denn ich wette, dahinter werden wir den Bosskampf erleben. Wer auch immer uns hier begegnet. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part.